Meine Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zum Pokémon-Quiz der sechsten Generation. Mein Name ist Pumontotori TV und heute wird es ernst. Tatsächlich mache ich heute mal Facecam, weil in den Kommentaren auch einer gesagt hat, so, ich würde betrügen und so weiter und so fort. Und das will ich nicht auf mich sitzen lassen. Deswegen heute mit Facecam. Handy übrigens auf dem Bett. Ganz, ganz weit weg. Also ich kann gar nichts nachsehen. Heute gilt es, 72 Pokémon der sechsten Generation zu erraten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber ja, ich hoffe, dass ich über 85% kommen werde, aber denke schon, dass ich das hinkriege. Falls ihr euch wundert, warum ich so ein bisschen komisch in die Facecam gucke, es ist jetzt mein gefühlt 20. Video mit Facecam, also ich bitte das zu entschuldigen. Eigentlich mache ich kein Facecam, aber das wollte ich dann doch nicht auf mir sitzen lassen. So. Jetzt würde ich sagen, wir fangen mit dem Quiz an. Übrigens, da unten, wo mein Facecam ist, da sind die Legi-Pokémon. Also, wenn ihr seht, okay, der Name verschwindet, wenn ich ihn eingebe, dann stimmt die Lösung. So, und jetzt würde ich sagen, let's go. Wir fangen mit den Startern an. Ika Maro und Ika Starnish. Ika Starnish, genau. Prigaron. Dann haben wir Froxy, oh, ups, Amphisse und Quajutsu, Quajutsu, genau. So, und dann haben wir Finks, Rutena, ich muss ein bisschen Gas geben heute, weil ich habe nicht viel Zeit, die Sachen einzugeben. Übrigens, lieber Silva, Grüße gehen dich an dich raus, auch wenn du kein YouTube mehr machst. Hier an der Stelle seist du natürlich gegrüßt, wenn ich Grabbit eingebe. Xerneas. Und dann haben wir noch Iveltal. Grüßen wir mal den Pokégan auch noch. Wummer und Scampisto. Jawohl. So, Iveltal und Salgard haben wir auch noch. Hooper, dann haben wir noch Vulkanion, was ist denn da dazwischen? Ah, Dianzi und das fällt mir übrigens da auch immer ein, Rokara, dann haben wir FM und sieht man das? Ne, das sieht man nicht, also FM ist die Nummer 714 und Arctip und Artilas, FM und UH. Fnir. Meine Güte, das Pokémon weiß ich nie zu schreiben. Bitura und die Weiterentwicklung weiß ich nie so genau. Tantura. Das wird, glaube ich, eher weniger was. Calamanero. Iskala. Iskala. Fla. Bebe. Floet. Und Florges, dann haben wir Mehike und Chefrum, dann gibt es noch Pam Pam und Pan Pat Pan Dra Pan Dargo Pan. Manche Namen in der sechsten Gen weiß ich nie zu schreiben. Viscora. Viscargo und Viscogon. Resladero, Clavion, Deden. Das haben wir noch nicht. Noch viel. Nukles. Nukles, Kramo. Und dann haben wir Durengard, Psiao, Psiaogon, Pampan. Achso, die Weiterentwicklung wusste ich ja nicht, ne? Felinara, Sabayone, Flauschling, Parfi, Parfines. Machen wir mal vorne weiter. Fiaro. Datiri
Pummel, Poncho, Poncho. So. Vivilon. Loi. Feo. Pyro. Leo. Oh Gott. Schwierig. Schwierig, schwierig. Die sechste Gen ist für mich nicht einfach. Was fehlt denn da dazwischen? Ah, wir machen hier noch weiter. Bi-Tura habe ich schon. Amagaga, genau. Amarino. Amarino, genau. Amarino. Das andere war. Oh, Takero. Wie ist Takeros Pummel nochmal? Takeros Pummel hieß. Das ist dieser T-Rex, wie heißt der? Monagoras. Monagoras. Und Balgoras. Da bin ich jetzt auch drauf gekommen. Ist gut, dass das im Trailer vorkam. Pump. Gin. Da gab es noch einen Geist-Pummel. Tromborg hieß es, glaube ich. Jawohl, Tromborg und. Boah, wie hieß die Vorentwicklung? Paragoni, glaube ich. Paragoni. Jawohl! Jetzt fehlen noch. Ach Gott, 7 Pokémon und die Hälfte der Namen weiß ich nicht. Ja, schön. Toll. Kafwaf fehlt noch. Gott, eine Minute. Was fehlt mir da für Pokémon? Da fehlt doch noch eine Dreierentwicklung. Was ist zwischen Wummer und Balgoras? Was ist dazwischen? Komm nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Thanatora. Thanatora, meine Güte. 5 Pokémon noch. Das ist gar keine Dreientwicklung, das ist eine Zweier. Algit und Tandrak. Tandrak. Oh Gott. 3 Pokémon. Und eins davon. Ich komme nicht mehr drauf. Die Zeit ist zu knapp. 96%. Wow. Bestes Ergebnis bis jetzt. Aber gut, es waren ja auch nur 72 Pokémon. Aber so viel hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass ich hinkriege. Wir haben. Pandagro. Okay, I'm überfragt. Und Iguana und Elisard habe ich vergessen. Gibt's Iguana und Elisard-Fans unter euch? Und ärgern die sich jetzt, dass ich die nicht wusste? Oh Mann, ärgerlich mit der Schreibweise. Und Elisard habe ich vergessen? Warum habe ich Elisard vergessen? Ich glaube, Elisard habe ich deswegen vergessen, weil ich gedacht habe, es wäre eine 5. Gen oder eine 7. Gen. Aber ich habe irgendwie nicht in der 6. Gen damit gerechnet. Gut, bin auf jeden Fall mega happy und zufrieden. Ich hätte gedacht, so 85% sind drin, aber ja, 96 ist toll. Bin ich zufrieden mit. Ich glaube, Sonne und Mond wird eine reine Katastrophe. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Ich sehe übrigens gerade, dass das natürlich ein bisschen ja mit dem Dings, mit dem Bildschirm so ganz nicht geklappt hat. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen hoch runter gescrollt, dass ihr auch sehen könnt, so, okay, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Ja, 96%, ihr könnt mir ja euer Ergebnis mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich nicht wundern, dass ihr übrigens mal diesmal tatsächlich auch einige Zuschauer haben, die 100% erreicht haben. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie schnell ihr wart mit 100%. Ich habe es nicht ganz geschafft, mir haben 2 Pummeln gefehlt und Pandagro. Das ist so jetzt ein Meme, ja, dass ich das Pokémon wohl niemals richtig schreiben kann. So, damit hätten wir es.
Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und ja, liken, hypen hier an der Stelle nicht vergessen. Abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Videos rund um Pokémon verpasst. Und nächstes Mal sehen wir uns hoffentlich wieder bei der 7. Generation, wenn es wieder heißt beim Pokémon Quiz Pokémon Rat. Ich verabschiede mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Tschüss.